Wenn ich durch euer TikTok lachen muss, kommt ihr in den Lospot, alright? Und nachher aus allen Leuten, die mich zum Lachen gebracht haben, suchen wir einen aus und der gewinnt dann 10 Euro Amazon-Gutschein. They want you to try this ice cube, so try it out. Okay. You like it? Hm. Oh, what are you doing? Dak! Digga, what the fuck? Ich weiß nicht, was der Intus hatte, aber ich will's auch. Ja, das ist halt editiert, oder? Oh, ich muss lachen. Warum? Hä? Warum finde ich das witzig, Bruder? Was ist das? Oh mein Gott, das ist halt ein genialer TikTok, ne? Bruder, was ist das für eine Tür? Ah, shit. Fuck. Damn, son. Oh, fucky, fucky. Shit, fuck. Shit, fuck. Katzen sind einfach nur verbuggt, ich lieb's. Nee. Oha. Oha, wohin? Das ist Doppler Smaragd endlich. Guckt XD, das war ein Counter-Strike-Witz. Guckt XD, Smaragd-Skin XD. Digga, die hasst den halt, ne? Fun Fact, ich wurde mal auf Klassenfahrt, und das war eine der schlimmsten Reisen meines Lebens, ich wurde auf Klassenfahrt mal von einer Ente attackiert, von so einem Ganter. Es war actually keine Ente, es war eine Gans, ein Ganter. Und der hat mich über den ganzen Hof gejagt und wollte mich töten. Seitdem bin ich nicht mehr derselbe. So lange dabei zu sein, natürlich habe ich schon Kacke gegessen. Also bei der Kackebong ist zum Beispiel ein kleines Stückchen mitgegangen. Oder wenn man halt so einen sehr behaarten Südländer-Arsch rimmt, sag ich mal, dann kann auch die ein oder andere Klabusterbeere mal mit reinfallen. Boah, ist das gottlos. Boah, ist das gottlos, du Schwein. Du dumme Drecksau. Boah, ne, da hab ich keinen Bock drauf. Da lache ich auch nicht. Reason 101 to stay sober. Ich hab immer schon gesagt, mein Leben lang, wenn ich noch fetter werde, dann will ich so fett werden, dass mir die Krankenkasse so einen fetten Scooter sponsert. Das wäre mein Dream. Fishy? Let me see. Can I see the fishy? Oh, hey, hey, it's okay, it's okay. Noch einer von so vielen, vielen Gründen, warum ich Kinder hasse. Ich hasse Kinder. Das ist ein Kind, der hat einen Fisch in der Hand, ein Lebewesen, und diesem Jungen fällt nichts anderes ein, als den Fisch auf kurzer Hand den Kopf abzubeißen. Bro, das wird halt ein Serienkiller, ne? Gebt den ins Heim, solange ihr könnt. Dieser Junge wird irgendwann Leute töten. Das wird so Jeffrey Dahmer-Type-Beat. Rest in peace, little fish. Rest in peace. Ich habe als Kind einmal versucht zu angeln. Ich habe einen Fisch leider Gottes schwerbehindert geschlagen und habe ihn aus Panik ins Wasser geworfen. Ich habe den Fisch nicht verprügelt. Ich habe ihn behindert geschlagen, aus Versehen. Wollte ich aber nicht. Und ich habe seitdem nie wieder eine Angel angefasst, weil ich mich schlecht gefühlt habe. Jahrelang. Das war aber nicht rein zur Mordlust, aber weil ich jetzt Bock hatte, diesen Fisch wirklich zum Vollkrüppel zu schlagen. Wirklich, Chat. Ich habe diesen Fisch so bearbeitet. Ich habe diesen Fisch so eingeschult. Dem ging's danach nicht gut. Es tat mir sehr, sehr leid und ich bereue das bis heute, dass ich diesem Tier das angetan habe. Aber es war nicht aus böser Absicht, sondern ich wollte angeln und meiner Oma einen Fisch mitbringen, damit sie ihn essen kann. Ich hatte aber leider nicht die Kraft und die Erfahrung, deswegen habe ich den Fisch nur behindert gehauen und habe ihn dann aus Panik, weil ich Angst hatte, wieder ins Wasser geworfen. Und das tut mir sehr, sehr leid und ich wünschte, ich könnte dem Fisch heute noch Sachen sagen und mich bei dem Fisch entschuldigen, aber das geht nicht, weil er schon seit sehr langer Zeit nicht nur behindert, sondern tot ist. Heim über komische Ketten. Oh yeah. Oh mein Gott, was ist denn hier los, Herr Krusty? Was ist denn hier los? Bruder, Alter, hier, Gucci. Oh mein Gott, was ist das für eine Kette? Bruder, und dennoch diese Kette? Digga, what the fuck, was ist da los? Der macht mir, ich weiß nicht, was da abgeht, aber der macht mir Überangst. Der gibt mir, also, der macht mir einfach Angst. Das ist so ein NPC, der macht mir irgendwie Angst. Was ist das? Was ist das? Alter! Das war's aber wieder komplett hier. Ja, oder? Du warst scheinlich, oder? Das war's aber wieder an der Stelle mal wieder komplett. Ey, Herr Krusty, lass es bleiben, Bruder. Storytime, was ich mir heute gegönnt habe. Ich schwöre, Leute, heute habe ich mich richtig gegönnt, ey. Ich zeige euch jetzt auch, was ich mir gegönnt habe.
Wenn du mir nicht gleich zeigst, was du dir gegönnt hast, dann schiebe ich mir was in meinen Schwanz, Herr Krusti. Wow, 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 ruhig, Großer. Das Zeug knallt aber wie nichts Gutes, das gute Mischbier. Das saufen die 16-Jährigen bei mir vorm Rewe nämlich auch immer den ganzen Tag und hören dabei 187 Straßenbande und SpongeBoss. Das ist ja ein absoluter NPC. Ey, Sis, ich weiß nicht so, ich respektiere die Bemühungen, aber ich glaube, du hast das Prinzip nicht verstanden. Geil, Bruder. Die hat absolut eine Hyping. Look how cute he is. Can we get him? Squeezy toy. I mean, we could use him as like a desk toy or... Yeah. Das ist witzig, weil er da reinficken will. MC Schweinefleisch. Ah. Yeah. Let's go, Digga. Gib dir den Beat, Muruk. Ich heiße MC Schweinefleisch. Ich bin die größte Legende. Denn ich lutsche Schwänze. Stark. Schönen gut. Bruder, die ist halt in einer anderen Welt, ne? Keiner weiß, was mit der los ist. Arbeitet die wirklich bei Netto? Arbeitet die wirklich bei Penny? Ist die wirklich von Natur aus einfach so crazy? Schreibt sie das dann auch in ihre Tinder-Bio? Keiner weiß, was mit der los ist. Meine Herren. Schönen guten Tag, ich heiße Russell. Fährt die nicht auch immer so Rollschuhe und sowas? Bro, imagine einfach 2023 noch Rollschuh fahren. Ich weiß nicht, ob die ihrer Zeit voraus ist oder viele, viele Jahre behind. Könnt ihr schlafen, wenn jemand schnarcht? Weil bei mir geht das nicht. Ich glaube, das ist so eins der Top 5 schlimmsten Sachen für mich. Nein, du schnarchst nicht. Du schnarchst nur manchmal. Aber wenn ich dich dann anstupse oder dich anders hindrehe, dann schnarchst du nicht mehr. Julia ist da zum Glück nicht so schlimm. Die kann man einfach anders hinplatzieren, einfach nehmen und anders hinlegen. Legit, ich habe meinen Dad, wenn der unten geschnarcht hat, habe ich oben in meinem Zimmer gehört. Ich kenne keinen Menschen, der so exorbitant krass schnarcht wie mein Dad. Ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum meine Eltern getrennt sind. No, my boy! Father, help! Watch your jet, bro. Watch your jet! Watch out, watch out, watch out! Pussy! Okay, der ist gut. Das ist TikTok Premium für mich. Die Bienen. Watch out! Strike! Damn, Jenna! Oh, damn, Jenna! Oh mein Gott. Digga, also der Fuß, der ist halt gebrochen, ne? Mir ist es gerade durch den ganzen Körper gezogen. Das ist wie wenn ich jemanden sehe, einen anderen Typen sehe, dem in die Eier getreten wird oder so. So ein Gefühl war das gerade. Schon dumm. Ich weiß nicht, Bro, du rechnest halt nicht damit, dass auf offener Straße dir eine Bowlingkugel entgegengerollt kommt, I guess. So, weißt du, wie ich meine? Richtig schön vollspannt wollte ich das Ding wegjoten. Hat jetzt leider einen Fuß weniger, die Frau. Ja. POV, du bist Mitte 20 und datest eine 16-Jährige und trinkst Monster Energy. Bro, Omi muss erstmal ihre Dritten suchen nach dem Ding. Holy shit. Will you hold my phone so I can make a quick TikTok? Thank you so much. It's already recording and ready to go. Thank you, kind soul. Bruder, einfach Britney Spears. Check das mal aus. Britney hat sich aber ordentlich gehen lassen. Jetzt muss ich lachen wegen meinem eigenen Witz. Britney geht's gar nicht gut. Britney Spears. Bruder, die kackt jetzt Stereo. Ey, Real Talk, die muss erstmal runter in den Keller laufen und die Puzzleteile ihrer Hüfte zusammensuchen. Die arme Mann. Nein, ich will nicht so schadenfroh sein. Bro, es gibt eigentlich nur zwei Arten von alten Leuten. Es gibt entweder alte Leute, die sind richtig ätzend. Die sind so Type of White-mäßig. Wieso parkst du da? Du bist im Parkverbot. Was runter von meinem Rasen-mäßig? Einen auf den. Ja, die Jugend von heute aus, euch wird nichts. So die ätzenden alten Leute, die Langeweile haben und sich nicht um ihren eigenen Scheiß kümmern und einen immer dumm anmachen. Und die alten Leute, die zum Beispiel vorne an der Kasse mit Kleingeld bezahlen. So, das sind die schlimm. Aber es gibt auch süße alte Leute, die so richtig glücklich sind und nett zu allen sind und einfach happy sind, dass sie so alt und da sind. Versteht ihr? Die Hobbypolizisten sind die schlimmsten, ja. Es gibt nichts dazwischen. Entweder ein Rentner sind richtige Scheiße oder es gibt richtig coole Rentner. Es gibt nichts dazwischen. Oh!
Aber guck mal, das ist auch genau so ein Ding. Das ist einfach natürliche Selektion. Guck mal, so ein kleiner, hässlicher Kapuzineraffe, leg dich doch nicht mit so einem 5-Tonner an. Das ist wie, als wenn ich jetzt zu, keine Ahnung, fucking Krokoboss hingehe, der 50 Meter größer ist als ich und sag, hey, fetter Kroko, ich hatte Sex mit deiner noch dickeren Mutter. Okay, pass auf, Chat. Wir haben hier die Auslosung. Und gewonnen hat Laurenz69, die alte Volllegende. Ihr müsst einfach Ausrufezeichen Discord in den Chat eingeben. Join meinem Discord. Völlig kostenlos, ja. Und schickt eure TikToks, spammt die richtig, die TikToks, in den TikTok-Channel. Ich schwöre, Leute, heute habe ich mich richtig gegönnt, ey.